Zeit, liebe Filmfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Zeit für das Monatsupdate Juli 2024 und es ist halt wirklich wieder einiges bei mir geworden. Einige Blindkäufer auch dabei gewesen, auch einige Upgrades, halt wieder alles kunterbunt gemischt, von MOAs zu Steelbooks, zu Mediabooks und Digipacks. Alles Mögliche wieder halt mit dabei. Einiges konnte mich überzeugen, anderes konnte mich jetzt nicht überzeugen. Waren noch einige Blindkäufer dabei, aber so ist es halt nun mal. Und äh, ja, ich würde sagen, wir warten nicht länger, wir gehen in die Ego-Perspektive und legen los. So, da sind wir in der Ego-Perspektive und wir legen gleich los und anfangen möchte ich mit diesem Film, ja, man kann es kaum glauben, ich habe mir mal wieder eine DVD gekauft, weil es halt diesen Film wirklich nicht auf Blu-ray gibt. Ich kenn, äh, kannte den natürlich schon, hatte den aber auch einige Jahre nicht mehr gesehen, Temua. Und äh, ich muss ehrlich sagen, also das ist wirklich ein richtig, richtig toller Film, schöner Rachefilm macht auf jeden Fall richtig gut was her. Tolle Story, auch von den Effekten her kann sich das durchaus sehen lassen. Und äh, ja, ich finde es halt wirklich sehr, sehr schade, dass es da noch keine Blu-ray gibt. Daher habe ich mich dazu entschlossen, halt mir die DVD jetzt nochmal zu holen. Und äh, ja, ich bin immer noch genauso begeistert wie beim ersten Mal, wo ich den Film... Gesehen habe, kann den euch nur wärmstens empfehlen. Äh, was habe ich jetzt für die DVD bezahlt? Oh, ich glaube, die war jetzt gar nicht so teuer gewesen. Ich glaube höchstens 5 Euro mit Versandkosten. Also relativ günstig gewesen, war ja auch noch nagelneu gewesen. Also halt hier ganz klare Filmempfehlung. Weiter geht's mit Das geheime Fenster mit Johnny Depp wurde mir auch schon mehrfach empfohlen, hatte ich mir dann jetzt auch mal zugelegt gehabt und äh, ja, wirklich ein spektakulär toller Film, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit einem richtig krassen WTF Moment am Ende hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht und äh, Johnny Depp hat hier wirklich richtig gut abgeliefert. Auch storytechnisch kann sich das Ganze hier richtig sehen lassen, also wie gesagt, Toller Film, hat mir richtig gut gefallen, daher ja auch klare Empfehlung. Ja, weiter geht's. Wurde mir zugeschickt, ähm, weil ich halt von jemandem ein bisschen was abgekauft hatte und er hatte mir dann jetzt äh, ganz Akimbo noch mit äh, zusätzlich mit reingepackt. Ähm weil ich den film ja auch noch nicht kannte und habe mir jetzt mal reingezogen und äh, weil, auch, weil mir natürlich auch gesagt wurde daniel radcliffe hier halt mal komplett in einer anderen rolle und ja definitiv äh wenn man mal so bedenkt, dass man Daniel Radcliffe hauptsächlich zum größten Teil nur aus den Harry Potter Filmen kennt, traut man ihnen das dann eigentlich am Anfang gar nicht so zu. Aber doch, er kann definitiv komplett andere Rollen spielen. Und das hat er hier definitiv unter Beweis gestellt. Storytechnisch ist das Ganze jetzt auch nicht so verkehrt. Ist jetzt kein absoluter Meilenstein, finde ich jetzt von Filmen, aber trotzdem so für zwischendurch. Hat er definitiv seine Momente und wird definitiv in meiner Sammlung bleiben und daher kann ich ja auch ganz akimbo bedenkenlos weiterempfehlen. Ja, dann habe ich mir gekauft und zwar hatte ich ja natürlich längere Zeit gesucht gehabt, The Hills F1, aber nicht Teil 1, sondern. Teil 2 hatte ich ja die ganze Zeit schon gesucht, ihr habt also halt schon längere Zeit und ich bin dann halt endlich fündig geworden, hatte die Blu-ray gefunden gehabt. Äh, für einen wirklich guten Preis, muss man mal so ganz klar sagen. Und äh, der Verkäufer war dann halt dann auch noch so nett gewesen und hatte mir Teil 1 auch noch mit reingepackt gehabt, halt für, äh, ja, für Lau. Und ähm, finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Geste, sehr, sehr nett von ihm. Obwohl ich halt Teil 1 schon habe, ist aber wirklich absolut gar kein Problem, deswegen den Film. Teil 1 hier werde ich definitiv weitergeben. Mal gucken, vielleicht äh, beim nächsten Gewinnspiel, ob er da mit reinfliegt. Ich weiß es noch nicht. Ähm, muss ich mir mal überlegen. Ähm, ja, wie gesagt, Teil 2 äh, ist natürlich nicht mehr so sonderlich stark wie der erste Teil, aber trotzdem äh, hat er definitiv seine Momente. Ich finde ihn jetzt besser als damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil wo ich ihn da wirklich gesehen hatte, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, was ist das? Ähm, man hat hier natürlich äh, gute Ansätze an dem, vom Film her, aber auch äh, die Umsetzung war jetzt nicht meiner Meinung nach so sonderlich äh, richtig stark, weil sich halt wirklich sehr, sehr vieles im Dunkeln abspielt und äh, da sieht man natürlich ja wenig, was halt sehr, sehr schade ist, aber trotzdem ist der Film gar nicht mal so verkehrt, es ist eine solide Fortsetzung, kann meiner Meinung nach mit dem Vorgänger jetzt nicht so ganz mithalten, aber trotzdem... Äh, bin ich froh, dass ich den jetzt auch in der sammlung habe und wie gesagt auch für zwischendurch kann man sich den auch mal gut reinziehen. dann weiter geht's hatte ich mir geholt honey mit jessica alba sehr sehr schöner tanzfilm muss man mal so ganz klar sagen auch storytechnisch ist das ganze sehr sehr unterhaltsam also wer den film nicht kennt unbedingt mal anschauen es lohnt sich definitiv wie gesagt Schauspielerische Leistung hier wirklich richtig gut und äh, Jessica Erber geht sowieso auch in den meisten Filmen, nicht in allen, aber in vielen Filmen, sage ich jetzt mal. Daher ja auch ganz klare Filmempfehlung. Ja, dann habe ich mir die äh, Import Blue Way geholt von Schrei, wenn du kannst. Ähm, ja, mit deutscher Tonspur natürlich drauf. War jetzt nicht so sonderlich günstig gewesen. Aber ich wollte den Film mir unbedingt mal wieder reinziehen. Hatte den wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen gehabt. Und äh, ja, für mich funktioniert der Film heute noch genauso gut wie damals. Also ganz klare Filmempfehlung. Wie gesagt, ist wirklich klasse. <laughs> Macht auf jeden Fall echt Spaß. Wie gesagt, storytechnisch ist das Ganze auch nicht verkehrt. Ähm, Klar, ist sehr, sehr schade. Das ist ja jetzt hier auch so eine leicht geschnittene Version, die es da eben halt leider nur gibt. Aber ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so sonderlich gestört. Ich wollte den Film halt wie gesagt endlich mal wiedersehen nach einiger Zeit. Und äh, wie gesagt, passt für mich. Wäre schön, wenn der endlich mal komplett ungeschnitten auch bei uns mal erscheinen würde. Äh, ja, das wäre schon mal ein absolutes Highlight. Ja, dann weiterhin mir geholt. Tarzan, Disney's Tarzan. Äh, Finde den Film wirklich sehr, sehr schön. Ohne Scheiß. Äh, habe ich erst vor kurzem gesehen. Gehabt. Ich hatte mich die ganze Zeit irgendwie nie all an den Film irgendwie reingetraut gehabt. Äh, Verstehe ich bis heute selber noch nicht, warum ich äh, den so lange vor mir hergeschoben habe. Weil es ist wirklich halt ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, schön gezeichnet und ähm, ja. Disney-Film, wie gesagt, passt auf jeden Fall auch. Deswegen auch hier ganz klare Empfehlung. Dann hatte ich mir geholt, äh, Buried lebend begraben, äh, gebraucht für knapp. 3 Euro. Man sieht es natürlich auch, die MOA, die ist hier wirklich schon. Oha! Oh, ja, hat schon, ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, ich finde den Film wirklich echt genial gemacht. Also, Ryan Reynolds konnte mich hier mit seiner schauspielerischen Leistung wieder komplett überzeugen. Das Problem ist, äh, ich hatte bei der Blu-ray, hat man schon gemerkt, dass die äh, nicht mehr so ganz taco ist, obwohl halt keine Kratzer drauf sind. Also, ich hatte jetzt hier keine Kratzer gesehen. Ich kann ja nochmal gerne hier so. Ne, man sieht halt nichts, aber irgendwie hat, muss die einen Fehler haben oder sonst irgendwas, weil beim Schauen hatte ich dann auf der linken Seite ein Bild, so ein lila Rand, keine Ahnung. Der ist dann halt, ja, so gegen Ende des Films ist er dann verschwunden. Äh, ja, mal schauen, ob ich mir die blue noch nochmal neu hole, weil man hat es halt hier wieder gemerkt, gebrauchte Sachen. Ich bin halt leider wieder so ein bisschen auf die Nase gefallen, aber äh, ja gut, für 3 Euro rege ich mich jetzt nicht auf. Ich wollte mir den Film trotzdem mal reinziehen, daher trotzdem ganz klare Filmempfehlung und äh, ja, ich hoffe, dass ich die Blu-ray halt nochmal für einen guten Kurs bekomme. Mal schauen und ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall definitiv auf Neuware gehen. Ja, weiter geht's und auch zum Ende mit den Emorys. Zuletzt hatte ich mir die Toy Story Box jetzt mal geholt gehabt, ich kannte nämlich halt nur... Teil 1 und 2, 3 und 4 kannte ich nämlich noch gar nicht. Teil 3 kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Teil 4 geht da schon ein bisschen mehr so eine andere Schiene. Fand ich auf jeden Fall auch noch unterhaltsam. Aber ich muss ganz klar sagen, meine Favoriten sind definitiv hier Teil 1 und 2. Wie gesagt, die anderen kann man sich durchaus mal reinziehen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wenn man sie jetzt nicht gesehen hat, ist es jetzt nicht so sonderlich dramatisch. Die Box, die war ja auch relativ günstig gewesen bei Amazon. Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ähm wie gesagt, bin auf jeden Fall auch froh, dass ich die Filme jetzt auch endlich in meiner Sammlung habe und sind halt auch absolute Klassiker meiner Meinung nach. So, dann sind wir mit den Mrays durch und dann fangen wir jetzt mal mit den Digipacks an. Und zum einen hatte ich mir da jetzt geholt das Digipack von Ted 1 und Ted 2 in dieser schönen Box, was ja halt Koch Media, was ja jetzt PlayOn Pictures ist, rausgehauen hatte. Gibt es natürlich auch diverse Unboxings dazu, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Um... Ich hatte mir diese Box geholt, weil sie erstens jetzt auch schön runtergesetzt war. Ich hatte dann jetzt äh, mit Versand, glaube knapp 25 Euro, so in dem Dreh hatte ich bezahlt. Und das war für mich vollkommen legitim, weil äh, die war ja zu Release-Preis ja echt teuer gewesen. Ich glaube 40 Euro. Und äh, jetzt ist so für knapp 25 war das für mich vollkommen in Ordnung. Hier ist ja halt von Teil 1 und 2 der Directors Cut drin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim ersten Teil habe ich es definitiv gesehen, die Szenen, dieser dieser zusätzlich drin sind. Beim zweiten Teil habe ich es nicht so ganz gesehen, weil Teil 2 hatte ich auch wirklich schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe so, dass ich mich auch nicht mehr so richtig stark an den Film erinnere. Aber äh, muss ich sagen, Teil 2 äh, ist in Ordnung, kann aber für mich jetzt mit Teil 1 nicht so sonderlich gut mithalten. Aber trotzdem eine solide Fortsetzung, sage ich jetzt mal. Ähm, Teil 1 halt absoluter Kult, definitiv. Und hier ist ja auch noch ein Zusatzfilm drin, der Flash Gordon Film. Und äh, ja, Ted geht auf jeden Fall schöne lustige Komödie, macht auf jeden Fall Spaß. Daher ja auch ganz klare Filmempfehlung für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Ja, dann habe ich mir jetzt geholt gehabt äh, Dragon Ball Z, die erste Box, die ja jetzt dann auch äh, runtergesetzt war. Und dann dachte ich mir jetzt, okay, bei dem Preis, da schlägst du jetzt mal zu. Ich hatte dann jetzt 42 Euro bezahlt. Ja, ist natürlich auch immer noch heftig. Aber ich mag die Serie, ich bin mit der aufgewachsen und äh, endlich komplett ungeschnitten äh, mit der alten Synchro. Weil dieses Dragon Ball Z Kai, also ganz ehrlich, das kann man sich doch nicht reinziehen mit, der, mit dieser Synchro, das geht doch echt mal gar nicht. Und äh, ja, jetzt halt mit der alten Synchro und so passt das für mich. Und deswegen werde ich mir dann jetzt auch nach und nach halt die anderen Boxen komplett holen, sodass ich die Serie dann komplett in meiner Sammlung habe. Ja, ist halt einfach Kult, klasse. Äh, kann ich definitiv auch weiterempfehlen, aber ich denke mal Dragon Ball Z muss man nicht groß viel sagen, äh, ist meiner Meinung nach auch relativ gut bekannt. So, dann kommen wir zu den Steelbooks und ja, anfangen tun wir da mit äh, The Green Hornet. Ich wollte den Film noch mal eine Chance geben, weil ich hatte den äh, damals relativ schlecht in Erinnerung. Ähm, wollte dann aber auch das geprägte Steelbook haben. Aber ich habe dann halt leider Gottes das hier bekommen, was mir eigentlich äh, überhaupt nicht zugesagt hat. Habe ich natürlich mich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und er hat es natürlich auch gleich eingesehen. Und da habe ich gemeint: Ja, du, pass auf, äh, so und so, ich würde es behalten, aber es ist definitiv den Preis nicht wert, das, was ich bezahlt habe. Konnten wir uns auch einigen. Ich habe dann eine Erstattung bekommen, so dass ich dann das Steelbook wirklich für einen schmalen Taler bekommen habe. Und das war für mich dann auch vollkommen in Ordnung. Film ist in Ordnung. Er sagt mir jetzt definitiv mehr zu, als zu der damaligen Zeit, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ähm, ja, Steelbook ist jetzt halt leider nicht so eine sonderlich schöne Augenweide, keine Veredelung oder sonst irgendwas, aber ist in Ordnung. Wie gesagt, Film kann man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen. Kein Meilenstein, kein Highlight, aber storytechnisch sehr unterhaltsam, auch von der Atmosphäre her kann sich das Ganze auch sehen lassen. Wie gesagt, so für zwischendurch passt er auf jeden Fall mal. Dann... Ein Upgrade und zwar Spider-Man: Far From Home. Ich hatte natürlich die Emu der 4K und wollte jetzt halt das Steelbook haben, um halt äh, Marvel bei mir komplett langsam mal so ja in den Steelbooks zu komplettieren und äh, ja das 4K-Steelbook, das hatte mir jetzt auch neu gefällt. Ich habe es jetzt auch für ein Guten Kurs bekommen. Es ist ein Sammlerzustand. Äh, war ich natürlich ein bisschen skeptisch gewesen, ja, ob ich da was äh, Vernünftiges bekomme und nicht, dass da doch irgendwie eine Delle ist. Nein, es ist hier definitiv keine Delle dabei. Es hat gar nichts. Komplett in Ordnung. Ich hatte mir jetzt ja auch hier diese Schutzhöhen geholt, hier von Reset Retro für die Steelbooks und äh, das passt dann natürlich auch. Um den Zustand natürlich zu erhalten, dass da jetzt natürlich nichts passiert, dass da nichts drankommt. Film ist sowieso klasse, hat mir sehr, sehr gut gefallen. 4K, ja, äh, man sieht Unterschiede, aber jetzt nicht so sonderlich stark. Aber hier ging es mir halt hauptsächlich wirklich um das Steelbook und wie gesagt, Preis-Leistung war da jetzt für mich vollkommen in Ordnung und ich bin definitiv zufrieden. Ja, dann des Weiteren habe ich mir dann geholt äh, Guardians of the Galaxy 3. Äh, im 4K-Steelbook, Preis war da jetzt auch in Ordnung gewesen, und äh, ja, ich finde den Film jetzt nicht verkehrt, aber ich muss ganz klar sagen, äh, so stark wie die zwei Vorgänger ist er jetzt nicht mehr, leider, es hat hier echt ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem ist der Film okay, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, Steelbook ist auch in Ordnung, ähm, ja, ist jetzt auch nicht das Schönste, aber trotzdem passt es für mich, wie gesagt, Film ist auch in Ordnung, aber ob man da jetzt unbedingt auf ein Steelbook gehen muss, das muss jetzt sowieso jeder für selber für sich entscheiden. 4K äh, im Vergleich zur Blue äh, habe ich jetzt auch leider wieder nur minimalen Unterschied gesehen. Man sieht es halt so ein bisschen an der Helligkeit, äh, an, den, ja, an, der, an der Helligkeit. Aber ansonsten hm, nicht sonderlich viel. An der Schärfe habe ich jetzt auch nicht viel gesehen von den Kontrasten und von den Farben her auch minimal. Ähm, ja. Ist halt bei Marvel in den meisten Fällen halt leider so, dass man da äh, nicht so sonderlich krassen Unterschied sieht. Ja, dann natürlich auch Guardians of the Galaxy Volume 2. Wollte ich eigentlich auch in den 4 k die books haben, aber ich dachte mir so, komm, jetzt ist es vollkommen scheißegal. Äh, die sind jetzt auch schon so hoch vom Preis her. Und das hier war jetzt. Äh relativ günstig habe ich echt für einen guten preis bekommen war noch neu ovp und es ist halt auch schön geprägt wie gesagt film ist sowieso eine bombe ich finde den absolut grenzgenial mir gefällt der und äh, damit konnte ich jetzt auch eine lücke schließen dass ich damit jetzt auch guardians of the galaxy im steelbook habe und kommen wir zum letzten steelbook ja da habe ich dann natürlich auch den ersten teil im steelbook jetzt bekommen was ja auch relativ hoch gehandelt wird Preis war da jetzt auch in Ordnung, also ich konnte da auch noch ein bisschen was rausschlagen. Also ich habe da jetzt keine Wuchersumme bezahlt, Gott sei Dank nicht, weil sonst hätte ich es eh nicht gekauft. Steelbook hat auch Gott sei Dank nichts, keinerlei Delle, nix. Film ist auch eine absolute Wucht, eine Granate. Steelbook auch sehr, sehr schön geprägt. Und ja, äh, bin dann jetzt halt mit Marvel, den Steelbooks, also äh, zum größten Teil jetzt auch durch. Ja, das waren die Steelbooks und dann kommen wir jetzt zu den Mediabooks. Und anfangen möchte ich da mit Pearl. Hatte ich ja natürlich ein Unboxing gemacht. Ich habe mir den Film jetzt auch reingezogen und ähm, ja, ich muss ganz klar sagen, also so krass geflasht hat mich der Film jetzt nicht. Ähm, von der Story her war es auf jeden Fall unterhaltsam, aber das ist halt auch jetzt so eine Story. Ist ja halt die Vorgeschichte von X, wo ich halt jetzt auch sagen muss, also ich hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber das sieht halt auch immer jeder anders. Das ist halt Geschmackssache und das ist halt mein Geschmack. Und mir hat es halt bei dem Film wirklich so ein bisschen so an Spannung gefehlt. So die erste Dreiviertelstunde ist es halt wirklich sehr lahm. Es passiert halt nicht sonderlich viel. Ähm, wie gesagt, storytechnisch ist der Film in Ordnung, aber es ist jetzt für mich kein Highlight. Es ist jetzt auch kein äh, kompletter Durchfall, dass ich jetzt sage: Nee, der Film ist absoluter Schrott. Nein, das ist er definitiv nicht. Man kann ihn sich angucken. Ähm, aber für meinen Geschmack äh, hat es jetzt nicht ausgereicht, dass ich sage, ich behalte das Mediabook. Ich werde mich halt von dem Mediabook jetzt wieder trennen, weil Film ist in Ordnung, aber einmal gesehen, reicht mir. So, uiuiui, fällt der ja hier schon fast auseinander. Das ist nicht okay. So, weiter geht's mit Feast. Äh, hatte ich ja von jemandem abgekauft gehabt, äh, wo ich ja hier ganz Akimbo noch mit dabei hatte und da ging es natürlich auch um Fies äh, hatte ich natürlich auch richtig Bock drauf, mir den Film mal reinzuziehen, weil ich natürlich auch sehr, sehr viel Positives von dem Film gehört habe. Und ja, der Film, der hat definitiv was. Storytechnisch hat der Film jetzt nicht so sonderlich viel zu bieten. Ähm, aber von den Effekten her ist das auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt, obwohl es obwohl man es natürlich sieht, dass es Trash ist. Äh, ganz klare Geschichte. Wie gesagt, storytechnisch echt nicht viel zu bieten, aber trotzdem Spannungsfaktor ist definitiv gegeben. Und äh, ja, wie sagt auch von den kürzchen ist das gar nicht mal so verkehrt wie gesagt kann man sich auf jeden fall mal reinziehen das booklet hier drin ist auch richtig schön geschrieben schöne hintergrundinformation von christoph n kellerbach also der film der bleibt definitiv in meiner sammlung werde ich mir auf jeden fall noch mal reinziehen und deswegen kann ich dann auch ganz klar weiterempfehlen ja dann habe ich mir geholt cube zero was ja halt hier von turbine erschien äh, boah, erschienen ist ähm, ich habe natürlich ja auch den ersten Cube im Mediabook und wollte mir jetzt dann halt auch mal Cube sie holen, weil mir wurde dann natürlich gesagt, äh, hier wird natürlich ein bisschen mehr aufgeklärt, worum es eigentlich geht, weil im ersten Cube erfährt man das ja natürlich jetzt nicht so sonderlich, äh, was ich da auch ein bisschen schade fand. Aber trotzdem der erste Cube ist auf jeden Fall auch sehr sehr sehenswert. Der hier genauso und äh, wenn man sich den Film hier angeguckt hat, macht natürlich auch der erste äh, der erste Cube natürlich auch viel viel mehr Sinn und äh, man erfährt natürlich auch viel viel mehr äh, um das warum wie weshalb und hast du nicht gesehen wer da halt alles so dahinter steckt äh, mehr möchte ich da jetzt natürlich jetzt nicht verraten für diejenigen die den Film noch nicht gesehen haben aber es lohnt sich definitiv sich dem mal reinzuziehen äh, Unterhaltungsfaktor war auf jeden Fall wirklich groß ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Film. Das Booklet auch hier wirklich richtig, richtig geil beschrieben. Schöne Hintergrundinformationen. Man geht auf die Dreharbeiten ein und und und. Also wirklich wieder ein richtig tolles Booklet von Tobias Hohmann. Also ja, was will man mehr? Ja, und zum krönenden Abschluss kam dann bei mir noch Gesetz der Rache. Äh, ja, ich habe da natürlich ein Mediabook schon, aber ich wollte halt unbedingt dieses verziert haben, weil mir das Cover. Wirklich sehr, 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 sehr gut gefällt und allgemein es ist es wirklich sehr, sehr schön verarbeitet, hochwertig verarbeitet. Und der Film ist sowieso ein absolutes Brett. Ich hatte mich jetzt auch von dem anderen Mediabook, habe ich mich jetzt auch schon getrennt mittlerweile. Es ist schon weg, ich habe es verkauft. Und äh, das wird jetzt hier definitiv meine äh, Sammlung schmücken. Das Einzigste, was ich hier zu meckern habe, ist halt wirklich leider Gottes der Text hier drin. Äh, man hat hier wirklich so gut wie gar keine Hintergrundinformationen zu dem Film. Was ich halt wirklich sehr, sehr schade finde. Das Booklet ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Aber, äh... Ja, Booklet halt nicht so sonderlich stark. Wie gesagt, keine richtigen Hintergrundinfos, aber ja, schöne Verpackung. Aber ich muss sowieso sagen, der Film ist sowieso eine absolute Wucht. Der kann sich absolut sehen lassen. Für mich ein absolutes Meisterwerk. Definitiv, alleine auch schon von den schauspielerischen Leistungen her, ja, was da halt hier Jared äh, Butler und hier äh, Jamie Foxx hier an den Tag legen. Also wirklich absolut klasse. So. Ich bin dann jetzt hier äh, durch mit meinem Update und äh, ja, ihr seht schon, es ist wirklich wieder ordentlich, was wir wollen. Ich kriege das jetzt hier gar nicht äh, alles in die Kamera rein. Ähm, ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung zu dem Update äh, rein. Schreibt mir auch mal rein, was bei euch im letzten Monat alles so angekommen ist. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns gesund und munter beim nächsten Video hier wieder. Macht's gut und ciao.